Moin, es sind der Matzplay aka Daniel und schmeile gerade ein Interview mit Lucid für Geeks Live Luxemburg. Moin, wie seid ihr und was macht ihr heute? Ich bin der Nolli und ich gehe dir ein Interview. Aha. Letztes Jahr hast du schon ein bisschen organisiert, dieses Jahr hast du ein bisschen mit organisiert. Nein, dieses Jahr nicht mehr gemacht. Dieses Jahr spielen wir ein Konzert, hier haben wir schon eine kleine Boutique, aber Organisation dieses Jahr nicht mehr. Ah. Okay. Aber du hast bis jetzt noch immer alle Jahre hier verkauft oder just die letzten drei Jahre? Just die letzten drei Jahre, ja. Okay. Dieses Jahr haben wir einen von den raren Momenten, wo wir tatsächlich auch ein Live-Konzert von ihnen haben. Religion ist das klar. Sie machen relativ wenig Live-Konzerte, was auch mal ein bisschen schwer machen. Für was macht ihr wenig Live-Konzerte? Oh, etwa 2016 war ein bisschen mehr notenglisch Jahr für den Verein. Da sind also ein bisschen mehr als ich gegangen. Nee, und gelesen hat es eigentlich nie geboten, wirklich Konzerte, die wir machen wollten. Das hat entweder nicht geklappt oder wir sind nicht gefreut. Und an anderen Sachen hat man einfach plötzlich gesagt, keine Lust. Okay. Yeah. Okay, natürlich kann auch sagen, Geeks aussichten, was ich wahrscheinlich möchte. Die sind auch noch schon relativ lange dabei, generell grob aus euch. Aber viele sind nicht immer älter, dass sie denken so, ich mache nur noch weiter, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Ja, das ist schwer so. Nee, das ist natürlich klar. Das ist ja so, ich muss in Musik an eine gewisse Zeit. Und das ist mit allem. Ich kann mir auch feststellen, dass bei einem 100 Meter laufen, wenn der 20 Jahre lang 100 Meter laufen muss, dass es da einfach langweilig geht. Möchte ja nicht, ich trainiere just für die 100 Meter. Und ich gebe Menge bei der Musik, könnte halt die Fehler, kann ich sich weiterentwickeln oder stilistisch ein bisschen ändern und so. Und da tun wir auch das Jahr ein bisschen probiert, dass ich Schiedfrieden sollte ein bisschen aus sich gehen, ein bisschen rangucken. Dann will ich das da noch, will ich das genau so machen, will ich das vielleicht ein bisschen ändern und so weiter und so fort. Und dann spielt ihr natürlich auch wenig krass, ja klar, weil eben ein bisschen mehr so war. Voilà. Weil ihr dann eine kleine Schaffenspause wieder gemacht habt oder natürlich könnt ihr an den nächsten 1-2 Jahren kein Album oder könnt ihr eigentlich etwas raus? Also ich hoffe darum, dass ihr natürlich noch etwas rauskommt. Wie gesagt, das Jahr war ein bisschen Pause. Und auch natürlich gut, gesundheitshalber war auch ein kleines Problem. Also ich bin am rekuperiert gehen und das hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass wir nicht alle Konzerte aufgeholt haben. Aber wir sind schon mal vorm, geht das. Und natürlich sind wir am Gang, neue Sachen zu schaffen mit den anderen und sind wir. Muss gucken, wie es gefällt, ob mir es noch wohlfühlen, wie gesagt, Tomate oder ob man so nehmen, man muss also vielleicht selber neu erfahren und vielleicht den oder den anderen. Wo ich das ja eben erst gesehen habe, das war ja tatsächlich um Konzert vom Nas Nas Reloaded gewirscht. Wie ist das gekommen, dass er tatsächlich da kommt, das Lied Halverzing Moyes oder was war es? Halverzing de Moyen. Wie das konnte machen, Sie sind ob erst durchgekommen oder sind die ob Sie durchgegangen? Wie ist das zustande gekommen? Also ich hatte von der Ehren, dann ist sie auch nicht mehr den Allerjüngsten. Und die Leute von SNS sind eigentlich, kann ich aber so Kollegen, also ich kenne sie all gut und sie kennen mich gut. Und irgendwann, als sie am Gespräch darauf kommen und uns einfach um mich gedürt oder an uns gedürt, besser gesagt, für die Geste, okay, wir machen noch etwas am Stil, so vier Erinnerungen und Thierry und so weiter. Wir sollen das Lieder raussuchen. So, das könnte für mich ist halber 10 der Moin. Auch froh, das war in sich, ich hatte 15 Jahre oder so, das war das erste Lied, was ich von hinten beim Live-Konzert gesehen habe. Und das hat mich halt dazu bewegt, für das Lied auch zu hören. Ne? Jo, also, es hat mich gefreut, mit Olli ein Interview zu machen, gell? Olli Mate, Circus Mate, aus Taten zu falsch, was ich, was den Familien umzusummen, gell? So ein kleiner Insider ja, für die Leute. Ja, drauf hat pro neuen Mate, dadurch. Dreht sich alles immer um dieselbe Buchstaben. Ja, wie gesagt, mich hat es gefreut, tatsächlich für Sie, dürfen ein Interview zu machen für Geeks Live. Supporteiert, Lucid Rausch, wenn ihr einen luciden Traum habt. Und das war es dann. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn du es so hörst. No.
Or nazi, a drone, a magic rocket, yeah.